Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin aus der Reifebahn Sporthalle Schwerin, wo wir uns heute mit der E-Jugend beschäftigen wollen, und zwar mit der E-Jugend 1 und 2 des SV Grün-Weiß Schwerin. Die Jungen wollen den älteren Jahrgang ärgern in ihrem Heimspiel und wir wollen gucken, ob ihnen das dann auch gelingt, so kurz vor Weihnachten. Stimme. Besser. Prima. Bevor das Spiel losgeht, jawohl, immer reinblasen. Bevor das Spiel losgeht, möchte ich mich ganz kurz noch ein, zwei Worte verlieren. Wir haben ja heute den letzten Heimspieltag und damit auch den letzten Spieltag in diesem Jahr, sodass das also schon auch für die Mannschaften was Besonderes ist, bevor es in die Weihnachtspause geht. Deswegen haben wir extra heute den Weihnachtsmann auch bestellt, sodass schönes Weihnachtsfest wünschen. Wir sehen uns ja dann erst im Januar hier. Alles Gute für die Feiertage. Auch mal ein bisschen Ruhe und Besinnlichkeit. Und ein Hinweis noch in eigener Sache. Wir haben am 8. Januar draußen jetzt auf den Plakaten zu sehen das große Pokalspiel hier bei uns in der Halle gegen Borussia Dortmund. Und wir werden heute in der Halbzeit und auch nach dem Spiel Karten verkaufen. Das heißt also, wer sich für eine Karte sichern möchte für den 8. Januar, das wird dann oben der Fall sein. So, jetzt freue ich mich, dass der Weihnachtsmann extra rumgekommen ist und wird eine kleine Runde machen und dann kann das Spiel gehen. Aber hier oben läuft trotzdem nicht. Immer noch hier.
So, jetzt möchte ich ein Weihnachtsgedicht von dir hören. Wenn du dich... Advent ist die stille Zeit, die Tage schnell verrinnen, das Fest der Liebe ist nicht weit, fangt euch an zu besinnen. Es gab wohl manchmal Streit, ihr habt euch nicht vertragen, vergesst es jetzt und seid bereit, euch wieder zu vertragen. Wunderschön. Denn denkt nicht nur ans eigene Glück, du solltest danach streben und anderen Menschen von deiner Liebe geben. Mehr weiß ich nicht. Das war doch sehr schön. Der eine wünscht sich Ruhm und Geld, die Wünsche sind verschieden. Ich wünsche für die ganze Welt nur Einigkeit und Frieden. Wunderschön. Lass doch einen Applaus von der Mannschaft her. So, alles stellen wir jetzt her. So. Spaß beim Spiel, ne? Die erste Mannschaft mögen gewinnen. Geht schon wieder nicht. Geht einer drauf. Philipp, Philipp, Philipp. Und der Weihnachtssegen ist verteilt und das Spiel geht los. E1 gegen E2. Und in Orange spielt jetzt die erste Jugend des SV Grünwald Schwerin. Und sie macht auch den ersten Treffer. Tabea Alm. Zu 0 und wir haben uns eben noch gehört, das wollen wir natürlich so mitgeben. Löser Lemke mit diesem schönen Gedicht zum Anfang. Und bei mir habe ich die Vertretung im Weihnachtskostüm. Gemeinsame Person, das war stellvertretend für die Mannschaft des Gastgebers. Ein guter Anfang für heute. Und auch der zweite Treffer für die erste Mannschaft von Grünwald Schwerin, Scherer Rüdiger mit dem 2:0. Und man muss auch dazu sagen, wir haben hier nicht nur den Handballnachwuchs vom Grünwald Schwerin, sondern auch den Schiedsrichternachwuchs mit auf der Platte stehen. Auch da werden wir ein bisschen mit drauf gucken, wie sich das entwickelt. Ja, jetzt begrüße ich erstmal Sven, schön, dass du mit dir, wenn du dir das Spiel mit anguckst, so als Experte. Ja, hallo. Aber ich glaube, du bist wahrscheinlich eher der Experte heute hier auf dem Feld. Meine 7-Meter-Vorsagen vom letzten Spiel waren ja nicht so sehr berauschend. Ja, aber Übung macht den Meister. Und wir sind ja hier beim Übungsspiel der E1 gegen E2 mit dem Übungsschiedsrichter und dem Übungskommentator. Ganz im Sinne der Ausbildung hier bei Grünwald Schwerin am heutigen Tag. Oder gibt es jetzt Freiwurf? Wir wollen mal gucken, wie die jüngere Mannschaft sich hier durchsetzen kann gegen die ältere. Oh. Da muss ein bisschen mehr gespielt werden, da wird der Trainer sicherlich drauf achten. Aber wir warten noch auf die erste Torchance für den Gastgeber. Die zweite Mannschaft des SV Grünwald Schwerin. Indessen können wir ein bisschen abschweifen, Sven, über die Weihnachtstage, wo geht's hin? Es wird ruhig werden über die Weihnachtstage. Die meisten Sportveranstaltungen setzen ja aus.
besinnen sich auch so ein bisschen aufs Fest und werden sicherlich auch die Weihnachtsfeiern ein bisschen betreiben. Und ich denke mal, die Mannschaften werden so ein bisschen das Zusammengefügigkeitsgefühl über die Feiertage stärken. Mal schauen. Also wir werden sicherlich auch bei uns im Team ein ruhiges Weihnachtsfest verleben. Mal gucken, was uns da so erwartet. Ja, das ist auch die Zeit jetzt, um mal ein bisschen ein kurzes Resümee zu ziehen. Es war ein sehr ereignisreiches Jahr 2010. Was nimmst du aus diesem Jahr mit? Und wenn dessen ein schöner Wurf, den wollen wir natürlich auch noch nachreichen von Nele Mönnig. Ja, was nehme ich mit? Ich denke mal, meine erste Anmoderation nehme ich auf jeden Fall mit beim Stundenlauf, wo du ja auch erfolgreich dran teilgenommen hast. Das war sicherlich erstmal so der Moment, den man auf jeden Fall erstmal behält, wenn man das erste Mal so mit so einem Mikrofon vor der Kamera steht. Das ist sicherlich so das, was mich dieses Jahr so am meisten gefördert hat. Und naja, mittlerweile sitze ich jetzt hier schon neben dir auf der Bank. Von daher denke ich mal, ich hoffe, ich kann dich so ein bisschen vertreten, wenn du mal denn nicht kannst. Und schauen wir mal, was da der Dinge noch kommt. Ja, kurz nachher Lisa Eisenbrot und Tabea Alme mit den Würfeln für die erste Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin. Es bleibt hier beim 2:0 für den älteren Jahrgang. In Orange spielen, natürlich sehr, sehr modern, modisch gekleidet. Grüne Trikots mit orangen Leibchen drüber. Den Trend hat ja damals die erste Herrenmannschaft des Fußballvereins SV Werder Bremen gesetzt. Seitdem scheint das so ein bisschen in Mode zu sein. Auch wenn es hier natürlich nur eine Ausweichvariante ist, dass man die Mannschaften besser auseinanderhalten kann. Hier sehen wir eine Variante, die ich so auch noch nicht ganz. Zum 3:0. Schaust du schon auch schon länger Jugendhandball, aber dass der Torwart mitkommt, habe ich so auch noch nicht erlebt. Passiert auch nicht sehr häufig. Ich habe es gestern in Bad Doberan gesehen, wo der Torwart dann doch wirklich mit raus musste, weil einfach nicht genug Feldspieler da waren. Und dementsprechend, um noch eine Anspielposition zu haben, ist der Torwart dann fast bis zur Mittellinie mitgekommen und hat dort noch versucht, wenigstens die Kuh vom Eis zu holen, wie man so schön sagt, obwohl die Mannschaft schon